Bei dauerhaften Rückenschmerzen möchtest du gerne eine Lösung haben. Und vielleicht hast du schon versucht, mit vielen Mobilisationen, mit vielen Dehnungen vorzugehen und den Rücken zu entlasten. Egal, ob die Rückenschmerzen jetzt bei dir im Nacken sind, in der Brustwirbelsäule, zwischen den Schulterblättern oder unten in der Lendenwirbelsäule, eine Sache hilft immer: dein Zwerchfell. Und zwar zeige ich dir zwei Sachen fürs Zwerchfell. Nummer eins, du kannst das Zwerchfell direkt hier massieren. Wie machst du das? Du gehst jetzt hier an die Seite, an die unteren Rippen hinan, beugst dich einmal drüber, dann kriechst du so ein bisschen unter das Zwerchfell und wenn du das jetzt mal hier so siehst, gehst du hier rein und massierst es. Einfach durch Vor- und Zurückbewegungen einfach eine Massage. Das kann relativ schmerzhaft sein, wenn das sehr stark verspannt ist. Denk immer daran, dein Zwerchfell zieht sich hier komplett durch, du musst also auch die andere Seite mitmachen. Nummer zwei, du gehst hier ran, hältst deine Hände an die Rippen, machst eine kurze Einatmung und eine lange Ausatmung, und zwar so lange, wie es dir möglich ist, und atme hier in die Rippen hinein. So lange, wie du es irgendwie kannst. Zwei effektive Übungen, um deine Rückenschmerzen schnell zu beseitigen.